Jetzt schreiben wir schon die 41. Ausgabe von Was bloß auf meine Farm vom Rama und sonstiges. Und dazu sage ich herzlich willkommen. Dazu freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, sozusagen. Diese Woche wieder ohne Gast. Der Herr ist leider letzte Woche auch mit Problemen oder mit Soundproblemen wir zu kämpfen hatten. Schaut, dass ihr es irgendwie in den Griff bekommen. Und das ist dann, wenn wieder mal ein Gast angesagt ist, dies eben derjenige besser zu verstehen ist, gleich laut und das alles dann besser hinhaut. Bitte um Verständnis von der vergangenen Woche. Nun gut, dann starten wir eben in diese Woche. Und diese Woche hat sich auch wieder einiges abgespielt. Einerseits bei mir. Und da ist Folgendes los. Und zwar bin ich kein Level aufgestiegen. Aber dafür habe ich wieder ein bisschen Tropfgulden. Quatsch. Moospenny für mich gewonnen. Jetzt habe ich zwar 2,8 Millionen, aber wenn ich hier mag, gucke so ein bisschen. Unter Zuchttiere, unser eigener Marktstand und dann schaue ich hier rein, sehe eine Asienkrähe, 1,4 Millionen, rechne diese zu den 2,8 Millionen dazu. Kommen wir auf welches Ergebnis? Rechnet es euch selber aus? Ne Quatsch, 4,2 Millionen. Wenn es da allerdings natürlich rausgeht, das ist ja auch nicht, bin ich noch der Billigste? Komm, komm. Yes, überlegener Billigste, also das wird wohl rausgehen. Hoffentlich. Ist mir übrigens auch so aufgefallen hier. Wirklich beim Baby Boom, wo man eigentlich vielleicht eher denkt, ja, es züchten so viele und dadurch so viele züchten, stellen so viele Leute die Zucht hier auf den Markt und dadurch sinkt der Wert. Aber wenn ich da jetzt gucke, ich schlage einfach mal so ein bisschen auf, zack, gucke hier, Pegehorn, 3,4 Millionen. Ich glaube, wenn gegen Baby Boom ist, kostet der 1,5, 2 Millionen, irgend sowas. Und so. Also schon irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Oder hier Milchstraßenkuh, 4,7. Ja, strange, Leute. Ich weiß es auch nicht. Durchschau das System jetzt auch nicht mehr. Aber jetzt, was ist bei mir los? Natürlich habe ich einige Sternchen auch wieder dazu gewonnen durch die ganzen Quests. Hier einerseits eben durch die Daunenfedern-Quest, die heißt Kissenschach, glaube ich. Ja, habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ja, hat's. Durch diese Quest dann alle deine Entchen. Ich kann auch mal zeigen, wie weit ich bin. Das habe ich ja mit euch gemeinsam durchgemacht in meinem Video hier. Von der Entensucht, als in die Videos haben wir verlinkt. Aber hier bin ich derzeit so weit, also hier habe ich es auch, zack, zack. Hier werde ich dann erst machen. Zeitungsente, ah, die können wir gleich reinschmeißen. Ich mache es immer so bis zur fünften, sechsten Stufe. Lohnt sich ja auch nicht mehr großartig. Bringt sich nicht mehr viel. Wie weit seid denn ihr bei den Quests? Dadurch habe ich Sternchen gewonnen, dann habe ich allerdings auch wieder 40 da rausgehauen, Sternchen, und zwar für eine Quietsche-Ente. Warum? Ganz einfach, einerseits, weil ich eben Überschuss habe, ein Sternchen, ich nicht weiß, wohin damit, das hat sich gerade angeboten und da hatte ich noch 300.000 Bonuspenny am Markt ergattert, also wenn's passt, dann passt's. Und nun gut, so viel noch dazu. Sonst eben Zuchtvideo, wie weit ich gekommen oder was ich erzüchtet habe, ich bin in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und sonst, Event ging zu Ende, also wie weit ich da gekommen bin, habe ich Event im Check-Video gemacht. Also damit ich euch jetzt hier in diesem Video nicht stundenlang voll laber, könnt ihr euch ja dieses ansehen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und gut, so viel dazu, was auf meiner Farm los war. Großartig viel ist ja nicht. Ich hoffe, ich vergesse nichts. So nach dem Video fällt mir ab und zu immer mal ein, ah, Mann, Alter, das hast du wieder vergessen zu sagen, aber ich hoffe, das Wesentliche habe ich gesagt. Dann, was war denn in Farmerama los diese Woche? Und zwar beginnen wir mal mit dem überraschenden Mega-EP-Day, der am Montag oder Dienstag, ich glaube am Dienstag, dann stattgefunden hat. Mega-EP-Day, beim Kauf von Tubgulden oder Filmgucken, bekommt ihr 50% mehr Erfahrungspunkte für 24 Stunden lang. Der war wieder überraschenderweise eben mitten in der Woche mal, keine Ahnung, ob es das schon mal gegeben hat. Und dann kam auch noch am Dienstag oder Mittwoch oder Montag, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, muss ich nachgucken, aber jetzt... Das ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls kam ein Spiel. Und zwar die neue Wunderrankenreihe. Diese finden wir auf der Wunderranke irgendwo versteckt. Muss ich ein bisschen suchen. Hier, man kann dann Reihen durcharbeiten. Also der lädt ja immer unendlich. Ne Quatsch, jetzt bin ich schon vorbei. Hier haben wir es. Und zwar die Spiele Wunderranken Uhr. Und was ist das? Ist die gute Frage. Und zwar sehen wir hier eben der Felder. Dann müsst ihr diese platzieren. Also ihr könnt nicht einfach, keine Ahnung, Tandem Schaf raufhauen und dann die Belohnung absahnen. Nein, so ist es nicht. Da müsst ihr eben, wie in diesem Fall jetzt hier, das erste schon raus, die Spieluhren
platzieren. Spieler Einhorn ist das erste Item, das kostet 100 Topgulden. Die weiteren zwei werden auch jeweils 100 Topgulden kosten. Diese könnt ihr dann darauf platzieren. Und was bekommt ihr dafür? Und zwar bekommt ihr einerseits alleine, wenn ihr das Spieler Einhorn, glaube ich, erntet. Langosch, also. Und bei den zwei weiteren weiß ich da noch nicht. Ich glaube, dass man Langosch bekommt. Irgendwie so war's. Aber ich weiß nicht, ob man das in eine Wunderranke platzieren muss, dass man Langosch bekommt. Egal, aber jedenfalls hätte man jetzt ja alle drei platziert. Was bekommt man dann? Ist eine Wunderranke. Man kann ja auf drauf gegen den Sigmas. Und zwar, du hältst einmalig ein Erntelfokupon für 3 Stunden. Aber nicht, dass das jetzt hier täglich ist. Nein, nein, das ist einmal in der Woche für 3 Stunden. Das kann man sich ausrechnen. Hier, das kostet 300 Topgulden. Man bekommt einmal in der Woche Erntelfokupon für 3 Stunden. Ja. Also noch ein paar Jahren, glaube ich, wird sich das in jedem Fall rentieren. Aber ich finde das absoluter Schwachsinn, ich brauche das nicht. Aber die Topgulden genug haben und ich wissen wohin damit, das ist eine schöne Ergänzung dafür. Aber für mich, ich brauche es eben nicht. Dann fanden auch am... Wann war das? Ist die nächste gute Frage. So, viel was abmachen wir, aber wo kommt das nachzuschlagen? Unbedingt nachschlagen. Zwischen 8 und 9 Uhr am... 24. Juni. Oder morgen. Blödsinn, was am 25. Juni? Das ist die nächste gute Frage, was welcher Wochentag das war. Dieses Geheimnis lüften wir, es müsste der Dienstag gewesen sein. Fanden kurze Wartungsarbeiten statt zwischen 8 und 9 Uhr und da kann es eben zu kurzen Unterbrechungen kommen. Ich hatte damit kein Problem, ich war in der Schule, also habe davon nichts mitbekommen und so kurze Wartungsarbeiten, die sind ja auch nur Probleme. Ja, warum? Vielleicht um die Entenzucht dann einzuspielen. Kommen wir gleich dazu, zu der Entenzucht. Ist nicht schlimm, denke ich mal, die kurzen Wartungsarbeiten, wenn man bedenkt, wie oft und wie lange früher Wartungsarbeiten waren. Also, jetzt nicht früher, sondern ganz, ganz früher. Die meisten vielleicht oder einige von euch vielleicht noch gar nicht am Start. Das war was, sage ich nur. Dann gehen wir weiter zum Eventkalender für den Monat Juli, der ist jetzt ja auch raus. Events, was kommt? Und zwar 4. und 6. 9. Juli, ich kann es besser zeigen, wenn ich, glaube ich, hier hingehe. Jawohl, hier haben wir's. Und zwar vom 4. Juli bis zum 9. Juli findet der Independence Day oder besser gesagt das USA Gamma-Länder, Gamma zu Event statt. Was müssen wir tun? Und zwar habe ich auch mal schon Gerüchte wieder zu gemacht, könnt ihr euch auch ansehen oder ihr guckt einfach diese Bilder her an, kurz zusammengefasst. Es droppen Picknickkörbe, die müssen wir einsammeln, um Items zu spielen. Ob es eine Eventpflanze gibt, das weiß ich nicht, aber ich glaube fast nicht. Jedenfalls noch nichts mitbekommen. Und da gibt es dann eben verschiedene Items, logischerweise wieder ein Sticker und was weiß ich noch alles. Dann Frankreich Event 2013 findet auch wieder statt. Oder besser gesagt, quasi Mode im Urlaub, wie es so schön heißt. Es sollte nicht direkt ein Länder-Event sein. Das gab es ja schon mal. Das ist vom 10. bis zum 15. Juli, also quasi ein Tag darauf aufs USA-Event. Also die Länder-Events im Juli. So scheint es auszusehen. Die sind anscheinend in, aha. Und was müssen wir da tun? Wir müssen seine Lieblingspflanze, die Lieblingspflanze vom lieben Quasimodo anpflanzen. Dies ist die Glockenblume, die sehen wir auch nochmal hier aufgelistet, um eben tolle Items zu spielen, unter anderem auch diese Glocke. Ja, obwohl sich das Schaf jetzt hier gleich wehtut. Ach du meine Güte, das musst du wehtun. Richtig brutal, dieses Spiel. Ne, Quatsch. Dann kommt Ice Cream Spezial, Ice Cream Event, wie man es auch immer sieht. Der wird stattfinden von... Mann, oh Mann, jetzt habe ich sie nicht dazu geschrieben. Muss ich kurz nachschauen. So, hab nachgeguckt. 17. bis zum 23. Juli findet dieser statt. Weil auch am 23. Juli der internationale Eistag, von dem ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe, ist, soll dieses Event stattfinden. Aber auch nicht schlecht. Habe ich schon gesagt, einmal Schokoladen-Event, war schon lecker, aber Ice Cream-Event ist auch nicht schlecht. Und da müssen wir, was müssen wir da tun zum Ice Cream-Event? Wir müssen wohl 2 Wimpflanzen anbauen. Es ist einerseits die, wie heißt die nochmal schnell? Ich glaube, von den Johannisbeeren oder so war mal die Rede von Waldmeister oder keine Ahnung, irgend sowas. Jedenfalls 2 Wimpflanzen. Dazu noch ein Drop-Item, das wird der Eiswaffel sein und dann tolle Items zu erspielen. Unter anderem ja auch ein Item mit einem Waschbär oben. Und da kommen wir jetzt ganz kurz, überspringen wir gleich mal dies hier und kommen zum neuen Tier. Es soll auch ein neuer Stall bzw. Tier ins Spiel kommen im Juli. Ja, es würde mit Bahama-Erweiterung, jetzt kommen wir gleich dazu, gut übereinstimmen mit dem Kamel, das mal angekündigt wurde. Andererseits, wenn jetzt schon Waschbär oben ist, Waschbär? Fragezeichen? Rufzeichen? Ich weiß es nicht. Was denkt denn ihr? Und ja, soviel zum Ice Cream Event. Dann eben Open Air Event, das ist das abschließende Event im Juli. Das findet oder beginnt am 29. Juli und endet. Wissen sie anscheinend noch selber nicht ganz genau. Ja, Open Air Event müssen wir Donuts
droppen lassen. Ich weiß auch nicht genau. Noch viel mehr weiß ich auch noch nicht. Schauen wir einfach mal. Die sehen auch nicht unappetitlich aus. Und dann noch kommt sie. Endlich kommt sie ins Spiel, also diesen Juli. Juli, sogar noch 2013, kommt sie also auch die Bahama-Erweiterung oder sagen wir einfach das neue Bahama-Rama. Es wurde auch schon ein Podcast dazu gedreht, da seht ihr wirklich einiges oder ich habe das den Podcast noch zusammengefasst, das Video könnt ihr auch reingucken. Oder was auch immer. Also da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, dies nachzulesen quasi. Kommen wir jetzt gleich näher dazu und sonst noch eben Gruselnacht ist dann auch noch im Juli selbstverständlich. Dies ist dann am 24. Juli der Fall. Und kurz noch zu Bahamarama. Wo haben wir das hier? Eben Podcast zu Bahamarama war. Könnt ihr euch angucken und dann auch mal noch eine Übersetzung gab es dazu und was weiß ich alles. Aber sieht schon sehr interessant aus. Ich habe ja auch ein Gerüchte-Video dazu gemacht. Gehe wieder in die Gerüchteküche ganz kurz. Eine Gerüchte-Teil von was los auf meine Farm in Farmra und sonstiges drauf ein. Jetzt noch kurz weiter zu den News. Also schließen wir jetzt die News ab und dann kommen die Gerüchte ebenso. Haben wir noch mal kurz. News, was ist jetzt noch los? Es ist ja einiges los irgendwie diese Woche. Ups, Markt wollte ich nicht gehen. Ich wollte eigentlich in den Shop gehen, um was zu sehen. Ich habe es sicherlich auch schon mitbekommen, gelesen, was weiß ich alles noch. Gehört, keine Ahnung. Und zwar sind neue Bäumchen und neue Ställe und Anführungszeichen neue, die gibt es ja, kann man ja oder konnte man ja alle beim Setzling bzw. Stallmeister ergattern, außer. Kommen wir gleich dazu. Die sind jetzt hier käuflich zu erwerben, wie Goldblattbaum für 55 Topgulden. Das ist schon einiges. Also die armen Spieler, die nicht wissen, was der eigentlich wert ist. Können wir mal gucken, wie viel Goldblattbäume habe ich denn eigentlich? So, schauen wir hier mal rein. 33, auch nicht schlecht. 33 Goldblattbäume. Aha. Jedenfalls kann man diese werben, also Goppelbaum ist dabei, dann ist noch ein anderer dabei, aber den können wir nachlesen, weil ich die alle nicht auswendig weiß. Goppelbaum, neu, Mirabelle, neu, Weihnachtsbaum, 2 Elfen und Kastanie. Und, Achtung, haltet euch fest, ihr habt sicher gesehen, ein Pfirsichbaum, der Pfirsichbaum XL und noch viel krasser, der Pfirsichbaum XXL, der ja sehr, sehr begehrt war im Gift and Trade. Ob er es in Zukunft auch so sein wird, wahrscheinlich auch immer begehrt, aber definitiv eben nicht so wie früher. Haben sie jetzt auch in den Shop reingeklatscht, muss man sagen. Die Entwertung, sie geht weiter, leider muss ich sagen. Also ich find's blöd, ich jetzt nicht gemacht, weil gewisse Sachen im Rahmen, die sind einfach noch jeden extrem viel wert. Und diese dann auch zu entwerten. Ich weiß nicht, ob das optimal ist. Hoffentlich werden einige abgeschreckt von diesen 52 Punkten, die dafür gefordert werden. Aber na gut, wir müssen es hinnehmen, wie sich. Ich find's blöd. Aber nun gut. Also werden sich einige sich ärgern, die den haben. Und weiß nicht, wie viele raushauen müssen und der jetzt mit der Hand und Anführungszeichen für nur 250 Rubel reingehauen. Und sonst eben wurde andere Preise überarbeitet. Jetzt kostet beispielsweise Mandelbaum XXL nur noch 235 Rubel anstatt 255. Unfassbar. Gehen wir weiter. Und zwar sind die Midsommerfest-Questreihen kurz mal verschwunden, aber das ist ja nicht dramatisch gewesen für ein paar Minütchen. Dann waren sie auch schon wieder da. Dann kam eben die Entensucht am Donnerstag ins Spiel. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Selbstverständlich, was denn sonst. Dann, sonst noch, kommen wir weiter. Ich muss jetzt mal ein bisschen suchen. War wieder das Erntehelfer vom Monatspaket im Angebot. Und zwar anstatt von 15 Euro, welches ihr normal kostet, für nur 10 Euro zu erwerben wieder. Also falls ihr da zuschlagen, das hätte sich gelohnt. Und ja, ich mache es ja nicht, weil ich schlage bei diesen Angeboten Erntehelfer, wer mich kennt, auch nie zu. Sonst gab es weitere Probleme. In der Kükenstube wieder dieses Mal, aber dass die Küken und Mentoren leider nicht zusammenfinden konnten. Bei mir sieht es ja derzeit auch so aus, dass ich überhaupt keine Küken mehr habe, schon lange nicht mehr. Und da fragen sich auch einige immer, wieso bin ich noch nicht Mentor? Da steht ja ein paar Wochen, wirst du freigeschaltet und dies und das. Und es ist einfach meiner Meinung nach ganz einfach erklärt, wieso man nicht Mentor ist. Ganz einfach, weil es nicht genügend Küken gibt derzeit. Es werden immer ein paar mehr Mentoren freigeschaltet, aber Küken kommen einfach nicht ausreichend genügende dazu. Und ich habe beispielsweise derzeit auch keine aktive oder keine Küken mehr, besser gesagt. Und so ist es eben, dass nur dass sehr wenige überhaupt das Mentorsystem mit dem sie überhaupt nutzen können. Bisschen blöd, aber was soll man machen? Kann er nicht irgendwelche Big Bang kann er nicht Accounts erstellen, nur so ist das Verfahren, dass die Spiele dann Mentor werden können. Muss man so hinnehmen. Und was man auch so hinnehmen muss, ist, dass die Freundschaftsbonuscodes
die ja schon seit längerem entfernt wurden, jetzt wohl forever, oder sagen wir mal, sag niemals nie, entfernt wurden aus dem Shop. Freundschaftsbonus, kurz, ganz kurz, was ist denn das? Und so kann man mit diesen, kann man eben käuflich erwerben für Euro, also gab es ja gewöhnlich auch Tupfgulden, also ich sag quasi, du kaufst eben Freundschaftsbonus kurz, der kostet 5 Euro und hast 51 Tupfgulden, dann bekommst du einen Code und den kannst du dann einen Kumpel geben oder auch selber nutzen, der löst den ein und du bekommst ja eben diese Tupfgulden zugeschrieben, diese werden jetzt entfernt, vielleicht werden auch irgendwann mal etwas in der Art wieder eingeführt, das ist eben noch nicht ganz bekannt, aber ich denke schon, weil die Idee dahinter fand ich ja persönlich ganz gut. Dann kam auch wieder ein Zuchtangebot für die Ente, beziehungsweise ist noch immer der Fall, startete heute um 10 Uhr und läuft noch bis Montag um 11 Uhr. Preis beträgt 5 Euro und beinhaltet 30 Enten, 3 Erpel, das ist das zweite, beziehungsweise das erste Zucht, hier haben wir es. Nein, hier haben wir es. Erpel und 100 Superfutter kostet 5 Euro. Ja, wie auch immer. Und dann noch Wochenredaktionen erklärt sich jetzt eigentlich von selbst, und zwar Babyboom und Superfutter Sparaktion, das war ja abzusehen, nachdem am Donnerstag die Entenzucht ins Spiel kam. Dann gehen wir zum Gerücht und gehen wir jetzt gleich zu Bahamarama, was ich schon angesprochen habe. Bahamarama ist jetzt ja endlich bekannt. Im Juli kommt die groß ersehnte Weiterung oder beziehungsweise das neue Bahamarama. Dazu wurde auch schon ein Podcast gedreht, der wurde mittlerweile auch schon veröffentlicht und da sieht man auch schon einiges, was eben kommen soll. Wirklich einiges sieht man da. Würde ich unbedingt mal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt, aber ich denke mal, die meisten haben das schon getan. Habe auch ein Gerüchte-Video dazu gemacht, wo ich das so ein bisschen zusammengefasst habe, ganz kurz zusammengefasst, auch in diesem kleinen Video hier oder langen Video oder wie man es auch immer sehen will. Soll eben über alles überarbeitet werden und dann schneller Levelaufstieg, die soll regelmäßig sein und dadurch soll man goldene Bananen erspielen können. Diese goldenen Bananen kann man dann in eine Art Baum der Weisheit abgeben und die sich da Anbaufläche erarbeiten oder Bäume oder was weiß ich alles. Und so soll das dann etwa funktionieren, aber genaueres wird dann erst kommen. Noch genaueres, also jetzt schon genaueres ist und so viel zu dem. Dann weitere Gerüchte habe ich eigentlich schon in den News bzw. vorher auf den Juli erklärt, und zwar mit den ganzen USA-Länder-Event, Frankreich-Event, Open Air und Ice Cream, da bin ich jetzt eigentlich schon da eingegangen und so ein bisschen zurückspulen bis dahin zum News-Teil. Bisschen blöd, aber nur gut. Und sonst Gerücht eben, dass die Bank ein ganz neues Design bekommen soll. Das ist ja, also jetzt hier nicht direkt die Bank, hier das Gebäude, sondern wenn man eher reingeht, sieht man, oh, mein Gott, was ist das? Ist eben noch das alte Design und das soll auch komplett überarbeitet werden. Und es ist hier schon mal ein Bild aufgetaucht, das Video verlinke ich auch, ganz interessant, und das soll es möglicherweise möglich sein. Möglicherweise möglich sein. Das hat's wirklich mehr. Dass man beliebig viele Tupfgulden kaufen kann, was natürlich krass wäre, wenn es so kommt. Abwarten und Tee trinken. Dann, so machen wir aus vielen Gerüchten kurze Zusammenfassung, quasi. Was gibt es sonst noch unter Sonstiges zu sagen? Und zwar einerseits eben Auslosung von meinem 34. Handwerksgewinnspiel und mich würde es freuen, wenn ihr auf meinen 35., wo es dann unter anderem auch wieder einen Roch gibt, beziehungsweise 3 für die ersten, zweiten und dritten Platz, auch wieder dabei seid, würde mich freuen. Es lohnt sich definitiv. Und natürlich auch mein 100 Abonnenten-Special habe ich mittlerweile auch schon aufgelöst. Da gibt da auch nochmal ein Glückwunsch an die ganzen Gewinner, die da etwas abgeräumt haben. Glückwunsch. Und sonst wollte ich auch noch eins sagen, das habe ich auch nie gesagt, dass ich ja mal euch aufgerufen habe, mir Kritik zu geben und auch Videowünsche zu äußern. Und da gab es auch für den gab es auch einen Platz für einen Gipfel zu gewinnen und allen, die da teilgenommen haben, und das habe ich auch schon offline quasi ausgelost und da verschickt, also das habe ich noch nie gesagt, aber jetzt sage ich es, also nicht, dass ihr euch wundert, hä, wann kommt denn das oder so, also das habe ich schon gemacht und derjenige hat das auch schon erhalten. Und dann fällt mir auch noch eins ein, jetzt, das hätte ich eigentlich, weil, was war los bei mir, Gott sei Dank, dass mir noch einfällt und dass ich mich nicht wieder nach dem Video ein bisschen ärgere, habe ich heute nach gefühlten, jetzt nicht übertreiben, sagen wir 2 Jahren, ne, Quatsch, nach sicher über einem Monat wieder mal einen Hauptgewinner dreht. Am Farmwheel, ihr seht ja, ich habe schon einige Farmwheel-Drehs angespart. Und zwar, es ist zum Glück kein Roschenbaum hier gewesen, das wäre noch schlimmer gewesen, es war auch kein Birnbaum XL, nein, nein, es war ein Regenbogenbaum. Meine Freude hielt sich zwar irgendwie in Grenzen, auch wenn ich glücklich war, dass ich wieder mal einen Hauptgewinn wie ihn erdreht habe, aber das hier irgendwo erklärt alles, wieso ich nicht so erfreut war darüber. Obwohl, besser Regenbogenbaum aus 40 Dünger, sehen wir es mal so. Würde mich auch mal interessieren, wann war euer letzter
Hauptgewinn am Farmwheel? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, okay. Dann habe ich ja gesagt, was bei mir los war, was im Rahmen los war, Gerüchte, sonstiges. Nun, das war's mit diesem Video. Hoffe, ich hat euch gefallen. Und damit sehen wir uns bestimmt bald wieder, beziehungsweise hören uns.